Denn wie der Hunger ist auch der Geschlechtstrieb einer der großen Antriebskräfte des Lebens. Das lässt sich nicht leugnen. Und wenn der Geschlechtstrieb von wirklicher Liebe und von Achtung vor dem geliebten Menschen begleitet wird, dann ist er eine Quelle großen Glücks und wahrer Erfüllung. Verwandelt man aber den Geschlechtstrieb in etwas, das schamhaft verborgen wird, so züchtet man Geisteskrankheit und Unglück. Zu den... Na, Vater, auch ein Fußbad nehmen? Verzeihung. Aber hören Sie, das ist doch selbstverständlich. Als mein Töchterchen 12 war, habe ich es bereits aufgeklärt. Diese Verantwortung habe ich mir nicht nehmen lassen. Oh, nein, 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 nein. Und nicht nur die Tatsachen der Fortpflanzung und so. Nein, nein. Auch die Schattenseiten des Liebeslebens in allen seinen Einzelheiten. Verstehen Sie? Da kenne ich keine falsche Scham. Der Weg ins Geschlechtsleben muss sauber sein, gerade und ohne krumme Windungen. Mädchen von heute müssen viel mehr wissen, weil sie selbstständig ins Leben hinaustreten, was früher nicht der Fall war. Jeder muss lernen, wie man mit Zündhölzern ein Feuer anzündet. Die weiblichen und die männlichen Geschlechtsorgane, über deren Bau und Funktion man genau Bescheid wissen sollte, sind wie das Zündholz, das die Flamme entzündet. Hören Sie mal! Können Sie nicht lesen? Verzeihung.